nochmal anders ins Bewusstsein gerückt wird und vielleicht sei mal durch... Ja, wir haben hier mit den Kindern aus dem Kindergarten in Hardemsdorf hier gelbe Füße gesprüht in Hardemsdorf an der Ampelanlage, weil jetzt die Schule bald wieder losgeht und das sind die Schulanfänger, die darauf hingewiesen werden, dass sie dann diese Ampel als sicheren Überweg erkennen und da auch diesen auch denn als solchen benutzen sollen. Gerade hier in Hardemsdorf ist es wichtig, weil hier auch viel Durchgangsverkehr ist und die Kinder daher eben an dieser Ampel auch sicher die Straße überqueren wollen. Das Ganze wird im gesamten Landkreis stattfinden, also die gelben Füße sind teilweise überall schon aufgebracht zum Schulanfang im Rahmen dieser Schulanfangsaktion 2019. Dazu werden auch an den Eingangsstraßen der meisten Kommunen und Städte auch Banner aufgehängt, die von den Verkehrswachen zur Verfügung gestellt werden, die auch die Autofahrer sensibilisieren sollen, eben auch Aufmerksamkeit auf die Schulanfänger zu richten und entsprechend auch vorsichtig zu fahren. Die Polizei selber beteiligt sich auch im Rahmen, also mit den Verkehrswachen hier aus dem Heidekreis, Soltau, Walsrode und Munster. Wir machen auch Werbung für den Schulanfang, haben Aufkleber an den Streifenwagen, die wir mal selbst entworfen haben. Und die deuten eben auch darauf hin, dass die Schule jetzt bald wieder losgeht. Und unser Appell eben, achten Sie auf Kinder und fahren Sie vorsichtig.